Willkommen zu Part 3 von Let's Play Mario Party 10. Wir sind auf dem Spukpfad unterwegs. Und nur noch ein Schloss trennt uns von Bowser. Du bist gerade dran, ne? Ich habe mir schon was überlegt, weil wenn ich jetzt den 4, 5, 6 Würfel nehme, kann ich hier auf das oder auf das kommen. Also nur gute Sachen für dich. Ja, ins Pilzhaus könnten wir, wenn es gut läuft, sogar auch noch kommen. Also ist alles gut. Wunderbar. Jawohl, gehen wir noch ins Pilzhaus und ich komme auf dieses Weiterfeld, ich weiß gar nicht. Wo ich muss sagen, eine 6 wäre mir lieber gewesen, eine 5, Entschuldigung. 6 war's ja, wegen Minispiel schon. Genau. Wir haben noch gar nicht so viele kennengelernt. Gut. Ich bin so dumm. Hallo? Nur bis eins Kuh, ja, die hatten langsam. Alter, wie hohl muss ich sein, dass ich den. Ach komm, also ein Doppelwurf ist schon gar nicht so schlecht. Ja, aber wieso. Nee, so ja, weiter. Könntest du gar nicht einsetzen. Alter! Ach, ich darf jetzt nochmal würfeln. Ja, freilich. Wusstest du nicht, dass das auf weiter auch möglich ist? Ich wusste nicht, dass ich. Ach so. Na, wunderbar für dich, ey. Ja. Es sei denn, dass irgendeine Scheiße auf dem nächsten Feld. Nee, ach, da kannst du gar nicht hin. Ja, toll. Ist auch aber noch ich liege ja sowieso gewesen. Ganz, ganz weit hinten. Ja, es stimmt. Na, jetzt nee, nicht mehr. Hä? Ist die blöd? Eine 1? Oder kommt danach irgendwas Böses? Hä? Ist die dumm? Ach, Bowser kommt frei. Ja. Ey, warum hat das so dumm? Also kriegt das noch aufs Maul. Das hätte ich mir schon vorher überlegt. Na, die wollte wahrscheinlich endlich mal ein bisschen Leben in die Bude bringen, wie Bowser das immer wählt, seine Worte. Toadette, du hast mich befreit. Dafür schnappe ich mir ein paar von deinen Mini-Sternen. Nee, das hat's aber echt hohl gemacht. Ja. Da sie ja die Hälfte, ne? Da sie sowieso schon auf dem letzten ist. Egal. Verstehe ich nicht. Ich werde jetzt ein paar Bowser-Felder auf dem Spieltreff verteilen, damit es etwas spannender wird. Alter. Ich komme da bestimmt so als erstes drauf. Naja. Ja, solange wie es verkehrte Welt ist oder so. Stimmt. Gut, und dafür kriegt's jetzt einen Würfel. Wahrscheinlich wieder. Nee, langsam. Hätte ich jetzt erwartet, aber. Gut. Wäre auch ein bisschen zu overpowered. Okay, Spike ist ja. Dran. Na, nicht so weit, aber er ist vorne. Naja, gut, aber ich bin ja auch ein ganzes Stück weg. Ne, wieso? Der ist nicht dumm. Ach so, ne, stimmt. Ich mach natürlich dasselbe, aber bei mir, ich garantiere euch, es kommt eine 1. Ah, sag ich ja. Geh erst mit der Hälfte von meinem Mini-Stern weg. Ne, war so, nicht die Hälfte, war noch 5. Ich hab schon gedacht. Ja, aber natürlich auch Bowser. Hä? Ah ja, stimmt, das geht ja. Das, ja, das ist kein, Bowser. Das ist ja kein Feld da. Stimmt, stimmt. Ja, jetzt bin ich aber am Arsch. Na, kommt drauf an. Bowser Revolution kämpft um die Hälfte der Menschen, du verlierst. Ah, verkehrt. Gut, ich bin hier am Arsch. Bowser Revolution. Ich weiß nicht, da passiert irgendwas Geiles auf jeden Fall. Das ist überhaupt nicht schlimm, Bowser Revolution. Ich lasse euch alle in einem besonderen Minispiel antreten. Das hatten wir zu Anfang des letzten Parts schon. Stimmt, und 20. Da ihr alle solche Verlierer seid, gebe ich 20 Ministerne an den wenn Spieler. Wenn ich die kriege, die kann ich gut gebrauchen. Oh, das stimmt, du bist Erster. Nee jetzt wieder. Okay, rauft euch um diese Ministerne. Los geht's. So, kommt auf an, was für ein Spiel. Ja, das stimmt. Ich hätte schon gedacht, es kommt nochmal selber. Nee, am das bombigen Band. Okay, ich glaube, das ist einfach. Ich kenne es nicht. Nee, ich kenne es auch nicht. Okay, jetzt drehen wir alles um und versuche den letzten Platz zu erreichen. Hey, was drücken die da? Belegen. Müssen nicht irgendwas drücken so. Ach so, du kannst wahrscheinlich entscheiden, ob es weitergeht oder nicht und irgendwer kriegt dann eben das Bob-Omb ab oder eben auch nicht. Gut. Also immer schönes Bob-Omb abkriegen. Naja, das kannst du ja nicht steuern. Weiß ich nicht. Alter, was ist denn jetzt wieder los? Irgendwas stimmt wieder mal nicht mit dem Ton. Vielleicht waren wir jetzt asynchron oder kurz gar nicht da, aber jetzt müsste es wieder gehen. Sorry. Hey, was waren wir jetzt von Anfang an nicht da? Nee, doch, doch. Gut, gut. Das passt schon. So. Scheiße. Jawohl, ich hab. Hey, ich hab nur einen Punkt gekriegt, die anderen beiden drei. Sehr, sehr stark. Shit. Level 1 zurück. Schade, dass es nicht Minuspunkte gibt. Ach, verdammt. Scheiße, bin ich schlecht. Ja, toll. Das will ich
sie machen. Die bestimmt nicht da die Dreier haben, ey. Okay, ja, aber ich kann es nicht mehr. Drei, das kann nicht sein. Aber es ist ein cooles Minispiel auf alle Fälle. Ja. Oh, danke. Scheiße, Alter. Vor allen Dingen, oh, shit. Ich kann es immer noch verlieren. Ich nicht mehr. Sehr, sehr stark. Oh, ich kriege noch drei Äpfel, ey. Okay, jetzt bin ich aber ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Aber es ist auch, das ist ein schwieriges Minispiel dafür, so wie das letzte naja, eigentlich auch. Ja, es ist eigentlich ein Glücksspiel wieder. Ja, schon. Du weißt ja nicht, was die Computer nehmen und du weißt auch nicht, was ich nehme und ich weiß nicht, was du nimmst und so weiter und so fort. Naja. Für mich läuft es definitiv besser als auf dem letzten Brett. Soll jetzt na ganz gut, ich würde ja gerne mal auf das Buchenfeld kommen. Obwohl, nee, ist gar nicht so weit eigentlich. Ich habe ja ich würde gerne mal auf das Buchenfeld kommen. Da kannst du Buhu auf andere Leute hetzen. Ja, genau. Also ich überlege mal, auf wen ich das mache. Ich gucke erst mal, was es überhaupt ist. Auf diesem Feld ändert sich durch ein Buhu-Roulette der Spieler, der von dem Buhu heimgesucht wird. Ach so, ich bin gerade der, der vom Buhu heimgesucht wird. Ah, ey, das ist ja nur schlecht für dich eigentlich. Scheiße, ja, wirklich. Nee, nicht nur schlecht für mich. Ja, schlecht für alle, außer für mich. Ja, aber was bringt das, wenn du davon heimgesucht wirst? Ja, weiß ich nicht. Verliert er jetzt wenigstens Minispiel? Nee. Toll. Das verstehe ich irgendwie nicht. Nee, es ist ein bisschen sinnlos. Und jetzt kommen wir in den Gruselwald irgendwie. Die überwiegt gleich mal eine 6. Und geht, ja, da würde ich auch lang gehen. Ja, freilich. 10? Nee, 8, gut. Na, die ist ja sowieso weit hinten, obwohl die jetzt nicht mehr. Mal sehen, was diesmal ist. 1 versus 3. Das hatten wir noch gar nicht. Da wird einer das Gamepad nutzen. Ja, müssen. Sie. Sehr logisch. Ja, stimmt. Das macht. Welches jetzt? Ach, Kugelkanonen. Das kennt man auch, glaube ich, auch aus dem neuesten Trailer, aus dem Release-Trailer vom 18.3. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir Mario. Also, wie schießen wir? Mit 2. Ballern. Drück können zwei, wir uns bewegen? Um zu feuern. Ja, mit Steuerkreuz. Gut, los geht's. Seitlich. Ja. Gut. Okay, ich glaube, das ist aber gar nicht so einfach für uns und auch für den Spieler nicht. Oh, war das knapp. Ja. Ach so, die hat 3 Herzen. Das war dumm. Oh, ist kein. Ja, sehr, sehr stark. Also, das ist wirklich schwierig für den Einzelspieler. Ja, definitiv. Wir können ja machen, was wir wollen, eigentlich. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? 3. Oh, das ist gut. Das ist gut. Richtig viel. Na, wie viel hätte sie denn gekriegt? 5 oder 10? Ja, 5, glaube ich. 10 wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, schon. Ich habe jetzt nicht gelesen, es stand bestimmt irgendwo da. Ach so, gut. Kriegt der jetzt jede Runde was abgezogen? Oder? Ja, wahrscheinlich immer, wenn er Spielführer ist. Bin ich ja froh, dass er mich hier abgelöst hat. Verdammt. Das ist bestimmt Kampf um die Hälfte der Mini-Sterne. Und dann gewinnen die beiden wieder. Genau, so richtig overpowered. Wie war Luigi dieser... Oh, ey, wie der... Du gewinnst 10.000 Mini-Sterne, sowas gibt's auch noch. Du verlierst... Oh, perfekt. Ah, das ist auch gut. Da bin ich. Nee, ich bin vor dem dann. Da bist du jetzt vor dem, ja. Ich bin eigentlich jetzt ziemlich weit vorne. Boah. 20. Da die ganzen Minispiele, die Ministerne wieder drin, die er uns schon geschenkt hat, mal irgendwann. Jetzt bin ich dran und ich möchte. Wo möchte ich denn hinkommen? Nee, ich mache auf jeden Fall nicht die 0 bis 1 Würfel. Jetzt würfel ich einen 3. Nee, gut, 4. Wie ist das? Zielgerade. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Sehen wir uns mal an, wie viele Ministerne ihr alle habt. 56, 23, 21, 18. Ja, der Spieler auf dem letzten Platz kriegt wieder einen langsamen Würfel. Ja, ich will auch mal einen kriegen. Aber gut, ich bin froh, dass ich nicht auf dem letzten Platz bin. Ja, 5 Punkte davor. Von jetzt an darf jeder Spieler, nee, der letzte Spieler. Hier gibt's nochmal einen Haufen Bowserfelder, deswegen sollen wir uns davor fürchten, oder was weiß ich. Aber das kennen wir jetzt auch schon alles. Okay. Irgendeinen Würfel raussuchen, wahrscheinlich wieder mal. Ja gut, geht. War jetzt nicht das Beste, aber man kann es ja immer mal gebrauchen, würde ich sagen.
So, jetzt mal gucken, was da so alles Schönes ist. Das ist wichtig. Das sind 10, gell? Ja, du könntest sogar bis ganz hinterkommen, wenn du gut würfelst. Ich gehe auf Nummer sicher, also jetzt wirklich mal. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts wie Insen kriege. Wenn du jetzt einen Pasch würfelst. Okay, das ist schon mal richtig beschissen. Sah ein bisschen buggy aus, aber hat geklappt. Ich glaube, du bist aber auf dem Bowserfeld. Ja, auf dem Bowserfeld. Jetzt aber Kampf um die Hälfte Mini-Sterne. Das wäre jetzt am Ende nochmal richtig schön. Also für mich natürlich nicht. Für dich jetzt auch nicht. Du hast ja jetzt auch ein bisschen Vorsprung. Ah, gibt's nee, nicht bitte mal. Nicht im Schlusslicht. 10.000 gewinne ich sowieso wahrscheinlich 10 oder so. Ja. Okay, du glaubst also, du kannst mit 10.000 Mini-Sternen umgehen? Ja. Wow. Das ist Verarsche, oder? Also 10 hätte ich schon gern gehabt. Aha, als ob ich dir tatsächlich 10.000 geben würde. Ja, Alter, komm, 10 hättest du mir schon mal geben können, du Spasti. Ja, aber schon, du. Also das ist... Wenn da schon sowas steht. Und die bitte jetzt würfel nicht so eine 2 oder so eine Scheiße. Was ist die dumm? Hä? Ach so, Licht. Ah. Der freut sich, der Spacken. Was? Was? Ja, Stibitz, Donkey Kong, was? Ja, die holt mir jetzt bestimmt 20 Mini-Sterne. Ey, das ist aber so viel Zufall. Ja, natürlich. War okay, gut. Ich sag nichts. Ja, da gibt's ja nichts zu holen, Mensch. Hättest du Donkey Kong genommen. Ja, das kannst du... Ui. Ja, gut, 10. Hälfte. Alter. 5, gut. Also Hälfte wäre bei mir echt heftig gewesen. Wie viel hättest du da gekriegt? 28. Viel? Nee, mehr, du hast ja schon über 60. Ach ja, stimmt. 30 Schätze gekriegt. Hm. Erstmal auf dem Bowserfeld gehen. Ja, wohl jetzt nochmal Kampf um die Hälfte der Minispiele, Mensch. Minispiele. Na, wenigstens kriegst du da nochmal 10 Ministerne. Was passiert? Bowser-Revolution, dann gibt es im Schlusslicht 10 Ministerne. Ja, gut. Ja. Ein Geschenk für das Schlusslicht. Das passt. Du liegst also auf dem letzten Platz, dann kriegst du auch noch 10. Das ist ja nicht so umwerfend. Also gut, lass uns die Sache mal interessanter gestalten. Er ist aber noch hinter dir, oder? Ja, okay. Nee, jetzt nicht mehr. Du hast doch 33, du auf 34. Also. Ah, ist das 26, gut. Ja, ich hab 33. 34, ja, er hat mir ja großzügigerweise ein Geschenk, der Bowser, ja. Stimmt, der geile Typ. So, als ob ich es ja nötig hätte, krieg ich jetzt natürlich nochmal. Nimm 0 bis 1 Würfel. Nee, ich nehm 1 bis 2 Würfel, 1 bis 3 Würfel. 1, 2, 3 Würfel. Ja, 0 bis 1 Würfel wäre ich ziemlich blöd irgendwie. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Bosskampf! Mini-Boss-Kampf. Ne, das hat man ja schon. Mal sehen, wer diesmal kommt. Buhu. Ja. Hätte ich auch gedacht, ja. König Buhus Feldwirrwarr. Ach du meine Güte. Versus König Buhu. Der sah aber auch schon mal besser aus. Hm. Ja, nichts sagen. Springe auf die Felder, um mit Licht anzugreifen. Ach, dort vorne. Man kann hüpfen. Alter. Okay. Klingt cool. Ja. Solange es nicht mit Neigungssteuerung ist, also Bewegungssteuerung, das ist es ja nicht, dann ist schon gut. Alter, ist sogar Grütze. Oh. Gruselig. Och, da ist er ja. Das hat er immer seine Zunge draußen. Hä? Ist das irgendwie dumm? Hä, hey, was soll ich denn da machen? In den anderen Weg gehen, oder? Ach so. Woran sehe ich? Na, das hast du hast ja gesehen, wo die Buhus waren. Ach so, ja gut, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Also jetzt nochmal. Okay. Also jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Ach nee, scheiße, aber Buhus. Na gut. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist ein bisschen Schnelligkeit. Die Gegner, die sind da natürlich ziemlich langsam. Boah, ja. Bin ich ja vor allem Arsch hier hinten. Ich auch, wo soll ich denn hin? Hier in der Mitte. Hm.
Na gut. Jetzt ist er schon zur Hälfte geplättet. Und jetzt kommt er zur Akrophase, das sind bestimmt noch mehr Buhus. Aber das Einfache ist, dass die sich auch immer mal bewegen. Alter. Ja, Alter, wir sind doch total im Arsch hier hinten. Das ist doch voll unfair. Ach so. Ja, als ob. Oh, geile Sache. Glück gehabt, ey. Scheiße, bin ich hohl. Ja, was muss ich drücken? Das kann so nicht sein. Habe ich überhaupt kein Gehirn oder was? Ne, der hat's ja vertauscht nochmal. Ja, weil der behindert ist, der. Ja, hey, was macht ein Spike? Ach so, der war schon fertig, okay. Das ist doch scheiße. Woher sollen wir denn wissen, wo das ist? Bin ich Moses oder was? Komm jetzt mal. Ja. Los jetzt. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Es war doch klar. Und da drüben bei dir ist wieder nichts. Alter, komm, ey, das ist doch eine Rotze. Wo soll ich denn noch hingehen? Na los, geh halt. Ja, natürlich nur, weil ich nicht nochmal springen kann. Alter, nur weil das Spiel scheiße ist. Ey Gott, dann hat er mich nochmal eingeholt. Alter, das ist aber schon, also das ist schon ziemlich fies. Aber ich glaube, man hat dran gesehen, dass die sich diese Plattform bewegt haben. Das habe ich aber nicht gesagt. Ach ja, ich habe auch manche, die sich bewegen sehen, aber... Ja, ich krieg jetzt 15. Ja. Ist auch sinnlos, dass bei manchen dann der Weg da ist und bei anderen ist dann ein Buhu im Weg. Ja, das ist aber schon ziemlich behindert, wenn wir da ganz nach außen laufen müssen. Nur weil wir hier die menschlichen Spieler sind, ja. Gut, die anderen sind ja eh übelst langsam gesprungen. Mhm. Wir sind am Ende angekommen. Es wird Zeit für die Siegerehrung, die Bonus-Mini-Sterne. Komm, bitte ein paar geile, die ich auch kriegen könnte. Ja, deswegen habe ich nochmal einen Würfel eingesetzt. Könnte ja sein, dass der am meisten... Oh, tatsächlich. Was? Meist verwenden Spezialwürfel. Cool. Lol. Langsamster. Hm. Ja, nur weil die Scheiße ist. Dead. Die wenigste zurückgelegte Felder. Kommen wir nun zu den Endergebnissen. Ich bin doch letzter. Meinst du? Na gut, ich war im letzten Wort auch letzter mit Waluigi zusammen. Na gut, ich weiß nicht. Ich hoffe mal nicht, dass ich letzter bin. Nee, letzter nicht. Ja. Ja, nur weil die Scheiße ist. Yeah, Superstar. Okay, damit haben wir schon das zweite Brett abgeschlossen. Du bist der Superstar, ja, juhu, freuen wir uns alle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt immer nach jeder Party in den Shop, oder? Obwohl, nee. Ja, wir können mal gucken, aber so viel haben wir jetzt nicht geholt. Nee. Ja, ein Punkt, ein Ministern. Zur Grafik. Habt ihr jetzt nicht gehört, gut. Was hast du? Nee, du hast drüber gelabert, zum Glück, ey. Ja. Ja, nee, stimmt, wir haben jetzt nur 43 gekriegt, oder wie viel haben wir gekriegt? Punkte. 143. Ja, ja, davon oder kann man so, sich ja 144. Nicht, davon kann man sich ja nicht kurven. Nee, wir gehen mal zum Hauptmenü. Der Part ist auch bei einer anständigen Länge, da können wir im nächsten Part dann weitermachen. Jetzt kommt erstmal nur der schöne Ladescreen. Gehen wir in Todds Zimmer. Was ist dort, Jage? Hm? Gut, nicht, dass ich irgendwelchen Mist mache. Nee, wir können eh nicht kurven. Kaufen. Doch, doch. Ich glaube, wir haben ein bisschen was zusammengespart. 143? Ja, wir hatten ja noch was vom letzten Part. Ich glaube, da war noch. 112. Ja, genau. 255. Das haben wir ja alles. Wie. Ach, scheiße, die kosten 300. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Musik? Ja, Musik. Dann, ich würde sagen, wir gucken das erste, oder? Ja, wir fangen mal ganz dann oben an. Dann können wir dann gleich jetzt nochmal reinhören. Der ersten. Ne, der ersten beiden können wir uns nicht leisten, ganz knapp. Gibt's noch irgendein billiges? Da, 80. Neue Body-Musik. Gut. Dann können wir jetzt gleich mal reinhören. Wo geht denn das? Da unten bei Musik. Ja, logischerweise. Hier kannst du dir die Musik aus deiner Sammlung anhören. Ja, nee, ach. Gut. Hä? Ach so. Aber das hatten wir alles noch nicht. Das können wir uns noch anhören. Okay. Guck mal, Glückwunsch zum Bonusstern kannst du auch noch machen. Warte. Du
können wir uns schon spoilern, wie die ganzen Felder, die ganzen Dingenzell heißen. Deswegen gehe ich mal ganz schnell zurück. Das machen wir aber natürlich nicht. Und hier unten. Stimmt, das haben wir ein ganzes Album gekauft. Ja. Oh ja. Was ist das denn? Das finden wir bestimmt auch noch irgendwann raus. Und Zeit für Fotos hatten wir auch noch nicht. Na, das kann man da bei den Fotos machen dann. Das ist gar nicht so schlecht. Na gut, wenn ihr dann das nächste Brett sehen wollt, dann schaut im nächsten Part wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss.